Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. In der letzten Folge hatten wir einen ziemlichen Slow Run mit Lazarus und ich habe eigentlich Lust, mir jetzt mal den neuen Char anzugucken, den wir gerade unlockt haben. Ich spiele ja, oh die Kamera wieder, naja, aber selbst vielleicht doch, das macht doch Spaß. Bleibt die jetzt stehen? Geil. So, ich würde mir gerne mal den neuen Charakter angucken, den wir gerade unlockt haben. Das wäre Bethany. Sie startet mit Book of Virtues, keine Ahnung, was das ist. Ich spiele ja Repentance tatsächlich komplett blind. Ich habe ja keine Ahnung, wie man die Charaktere unlockt, welche da noch kommen und so weiter und so fort. Aber, ja, kein Aber, das war es eigentlich auch schon. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal rein und lass mich mal überraschen, was Bethany so drauf hat. Also bei Leben hat sie scheinbar 3, Movement 2, Damage 2 und Book of Virtues, whatever that is. Wir gehen rein. Bethany, neuer Char. So, Bethany, was kannst du? Okay. Was ist das denn da für ein Wert? 0 Euro, 0 Bomben, 0 Schlüssel und 4... Was ist das? Soul Hearts? Wenn ich das benutze, was ist das? Jetzt habe ich 0 Soul Hearts. Milk. Super. Ah, starkes Item. Oh mein Gott, ist das. Oh, warte mal. Die Feuer... Warte mal. Warte mal, das kommt mir super bekannt vor. Ah, das sind die Kamera wieder. Was ist denn das? Warte, ich muss das gleich mal ganz kurz wieder einstellen hier. Das ist ja zum Göbeln. Ich glaube, wir stehen jetzt wieder richtig. Was ist das hier überhaupt? Das sieht aus, als hätte ich da einen Fleck, aber habe ich gar nicht. Naja, egal. Es gab mal eine Mod von The Binding of Isaac. Ich glaube, Afterbirth Plus, irgendwie sowas. Die ist Anti-Birth. Ich habe schon gehört, dass Anti-Birth quasi hier, das war ja nur eine Fan-Made-Mod, aber das hat den Entwicklern scheinbar so gefallen, dass sie die wohl gekauft haben. Also jetzt alles nur kein hundertprozentiges Wissen, aber die hier mit reingenommen haben. Weil das kommt mir doch bekannt vor. Das ist, glaube ich, irgendwas aus Anti-Birth, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber kann das sein, dass Bethany dann tatsächlich keine Spirit Hearts, keine Soul Hearts nehmen kann und sie quasi umwandelt mit dem Buch in diese Kügelchen? Kann das sein? Wäre jetzt meine Vermutung. Ach komm, wir towern den Laden hier weg, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Und den Secret Room gefunden, das war natürlich komplett, komplett geplant auch und so. Richtig. Das war close. Jetzt habe ich keine Spirit Hearts. Wenn ich das jetzt benutze, kommt trotzdem. Oh! We need to go deeper. Hä? Jetzt haben wir die Schaufel. Ne? Die Schaufel liegt aber jetzt auf diesem Buch drauf und das Buch ist jetzt auf. Heißt das jetzt einfach im Endeffekt, der schießt jetzt Knochen. Was passiert denn hier schon wieder? Komplette Verwirrung, ein neuer Charakter, geil. Aua. Da ist auch schon der Boss, der erste. Ach, das ist schön, das ist schön. Ich bin gespannt, was wir da noch alles herausfinden werden. Apollyon, habe ich gerade gesehen, ist ja auch ein Charakter, den wir noch unlocken können. Den gab es aber auch schon bei Afterbirth Plus, soweit ich weiß. Es ist halt, wie gesagt, einfach alles so lange her. Aber ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube, der startet mit so einem Item, was wie so ein schwarzes Loch die Consumables alle einsaugt im Raum und dann irgendwelche Stat-Ups gibt oder so. Keine Ahnung. Irgendwas klingelt da. So, wer ist der erste Boss? Die Gurglings wieder, na klar. Noch geht das ja alles klar hier, aber sobald wir Barms Heart halt 11-mal besiegt haben, werden wir, glaube ich, auch neue First-Floor-Bosse und so freischalten. Weil dann gibt es noch irgendwie den Ragman später und der ganze Kack, den kein Mensch mag. Das sind ja alles noch relativ einfache Bosse im Vergleich. Alright. A snack. HP up. Okay,
Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. 4 Schlüssel haben wir. Das heißt, wir können auch uns schön die Itemräume und den Shop gönnen. Und das werden wir tun. Sie hatten 100% Angel Deal? Excuse me? Liegt das an dem Buch oder ist das bei ihr generell so? Ich weiß das nicht. Aber Angel Deal ist ja richtig nice. Das will ich nicht verlieren. Oh, das ist aber richtig kacke. Oh, wir nehmen's. Weil, ne? Aber man kann jetzt hier irgendwo halt ein Zeichen hinsetzen und die Tränen fliegen halt immer dahin. Das fühlt sich so weird an. Das ist ein richtig, richtig komisches Item. Die Schaufel. Hier ist... Manchmal ist so Dekoration auf dem Boden, wie hier zum Beispiel. Und da können dann häufiger mal auch Crawlspaces und so sein. Wenn ich jetzt hier aufmache... Tatsache! Crawlspace! Oh, nee. Oh, nee. Das ist so komisch! Und da war der Deal. Gone, gone. Was ist das? Tooth and Nail. Ach, das hatten wir auch schon mal. Nur vergessen, was es macht. Ach, schade. Ich hätte so gerne den Angel Deal gehabt. Oh, das fühlt sich richtig, richtig weird an. Bei stationären Bossen ist das ganz cool, weil dann kannst du es einfach bei Gertie zum Beispiel. Da packst du es auf ihn rauf und kannst dann einfach immer um ihn rumrennen, dich nur aufs Dodgen konzentrieren, weil du wirst eh treffen, so ungefähr, ne? Oder bei Mom's Heart, genau das gleiche. Aber in solchen Räumen hier... da. Aber ich glaube, das hat auch ein gutes Tiers abgegeben, ne? War das nicht so? Hör auf! Wann haben wir? I can see forever. Nice. Die Secret-Räume wurden uns jetzt aufgedeckt. Dann gehe ich nochmal kurz zurück. Aber nein. Ach, schade. 100% Angel-Deal hatten wir. Das tut weh. La 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 la. Der droppt doch bestimmt Spirit Heart für uns, oder? Nein? Cool. Wow. Okay, hier ist der Spirit, der Secret Room. 5 Schlüssel, den könnten wir spielen, aber... Ach komm, wir gehen jetzt einfach mal hier rein, gucken, was es hier gibt. Oh, nichts Weltbewegendes. Aber wir haben halt auch keine Bombe, ne? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie an 3 Cent noch rankommen und dann insgesamt 5 haben, könnten wir uns eine Bombe gönnen. Ja, ich muss mich an das Item jetzt erstmal wieder gewöhnen. Hier, jetzt könnten wir vielleicht noch einen Crawlspace suchen. Gucken wir mal, ob hier irgendwo Floor-Deko ist. Ist ja, glaube ich, auch keine 100% Chance, sondern einfach nur, ne, die Möglichkeit besteht, so ungefähr. Glaube ich. Aber wer weiß. So. Da ist der zweite Secret Room. Blackheart, dankeschön. Nehme ich auch mit. Wow! Alles klar. Bomben sind jetzt kein Problem mehr. Da freuen wir uns doch, oder was? Da haben wir Floor-Deko, ne? Ja, ja. Kaum zu erkennen, aber ja, es ist da. Ich glaube, die Spinnenweben gelten nicht als Floor-Deko. Ich glaube, die sind einfach nur halt Obstacles. Die slowen einen ja, wenn man da durchgeht. Boah, es ist so merkwürdig, hier mit zu schießen. So, ich probiere es einfach mal. Nee, okay. Wir könnten halt damit auch die Floors skippen und so. Das ist auch interessant. Es ist der Duke, der Duke of Flies. Komm, haben wir den 36% Angel Deal Dream? Es wäre doch herrlich, wäre das doch. Herrlich! Mach weg. Okay.
leider, nein, leider gar nicht. Aber vielleicht dafür ja auf dem nächsten Floor zu 100%. Mal gucken. Hier haben wir alles gemacht, also geht's weiter. Ja, interessanter Charakter, Bethany, mit den Spirit Heart-Geschichten da. Achso, warte mal. Haben wir die Spirit Heart überhaupt bekommen? Haben wir nicht bekommen. Die sind da reingeflutscht. Okay. Okay, okay. Das Spiel sagt also, hey, die hat zwar 100% Deal-Chance ungefähr, aber dafür kannst du dich nicht protecten, also hier dich schützen vor Red Heart Damage. Weil, ne, wir erinnern uns, Red Heart Damage bedeutet so viel wie die Chance auf den Deal wird geringer oder sie ist halt weg. Oh mein Gott, das war close. Okay. Ha. Nein, danke. Aber sonst weiß ich nicht so genau, was jetzt meine Spirit Hearts da oben machen. Oh, ist noch gar nicht down. Einfach nur dodgen. Uah. Okay, danke für den Secret Room. Zwei Säcke. Zwei Säcke für Aschenbrödel. Noch eine Bombe. Und weiter Geider. Oh ne, und das war's. Und das wird's gewesen sein. Aber nein, wir pockchampen das hier weg. Kein Ding. Ey, also ich muss mich jetzt halt auf meinen Charakter konzentrieren, auf die Gegner und auf dieses Cross da. Das ist super kacke. Einer nach dem anderen. Was haben wir da? Hierophant, ja. Ich weiß noch nicht so ganz, was es bringt, aber jetzt haben wir gleich wieder so einen Double Charge. Dann gucken wir mal, was passiert. Okay, nix. Ab in den Schaub. Nehmen wir auch noch mit. Gilt das hier als Floor-Deko? Soll ich mal gucken, was passiert? Tatsache. Und rein da. Gib mir Items. Proptosis! Oder Verdi Daddy. Auch ein sehr, sehr starkes Item. Das ist quasi, naja, das Gegenteil von Lump of Coal. Lump of Coal macht ja mehr Damage, je weiter die Tränen wegfliegen. Und hier ist es so, je dichter dran die Gegner sind, desto mehr Damage machst du, so ungefähr. Okay. Das heißt, range-technisch wurden wir jetzt quasi ganz schön gekürzt. Aber dafür hauen wir rein. Short-Range Mega-Tears. Oh. Nee, bitte, ich möchte doch so gerne einen Angel-Deal mal sehen. Oh. Mann, Mann, Mann. Hör auf. Hör bitte auf damit. Hör doch. Oh, da war der Deal wieder gone. Ach, ganz ehrlich, ihr seid so kacke. Ihr seid so kacke. Spielverderber, echt jetzt? Shit. Haben wir jemals einen Deal bekommen? Das ist ja aber richtig gemein, ey. Keine Spirit Hearts. Cricket's Head! Das ist das erste Mal. Ich glaube, das ist so ziemlich das beste Damage-Up im ganzen Spiel, weil das kein Damage-Up ist, sondern ein Damage-Multiplier. 3,36. Und alle anderen Damage-Ups, die wir bis jetzt, die wir von jetzt an bekommen, werden, glaube ich, halt komplett multipliziert mit irgendeinem Wert halt. Geil. Und Le Peep. Le Peep. Wir müssen halt an unserer Range arbeiten. Aber guckt euch den Damage an. Bap, 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 bap. Na, ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Scheiß auf den Angel Deal. Kommt doch bestimmt eh nur Dead Sea Scrolls raus oder so. Range und Luck Up. Ich spiele die bestimmt komplett falsch, ne? Aber hey, es ist blind. Ich habe keine Ahnung, was die kann, wer sie ist. Und warum sie überhaupt existiert. Aber wir starten immer direkt mit den Item Rooms. Das ist irgendwie crazy. Epiphora. Intensifying Tears. Ich glaube, das bringt uns gar nichts. Doch. Solange wir immer in eine Richtung schießen, schießen wir halt schneller. Ne? Da steht es plus 1,31, plus 2,26. Aber wenn wir dann in die andere Richtung schießen, dann ist wieder resettet. Oh ja, danke. Ah, nee. Da lang.
La. Es ist halt so eine eklige Kombo mit diesem Mark-Ding hier. Oh. Okay. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Range down, super. Genau das wollen wir gerade sehen. Haben wir hier Floor-Deko? Ich sehe nichts. Was ist denn das? The Wiz, nein. 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 Jetzt wird's ja noch komplizierter. Scheiße. Oh nee, ich hasse The Wiz. Scheiße. Was stand da gerade? Das ist doch eine super Special Ultra Version von ihm oder was? Oh, das ist jetzt so kompliziert zu treffen, weil. Naja, mit diesem Mark-Ding da und. Oh. Und dann schießt sie ja nicht mal dahin, sondern. Irgendwo daneben und keine Ahnung. Okay, wir haben es geschafft. Was ist das? Forever Alone. Okay. Puh. Och nö, nö, nö. Oh. Niemals kriegen wir einen Devil Deal hin, ey. Oder einen Angel, oder... Whatever, ich faster! Wenn wir es überhaupt überleben, ist hier Floor Deko? Ja, rein da. Schon wieder ein Item, was mag es sein? Ha. Psyfly. Oh, das hatte ich auf der PlayStation. Das ist super nice. Das ist super nice. Das, ja, das protectet uns halt auch von gegnerischen Tränen. Aber halt so richtig nice. Muss man mal drauf achten, wenn Gegner schießen, das Ding fliegt halt rum und deflektet die alle da. Bam, bam, bam. Man sieht's kaum, weil hier so viel auf Bildschirm passiert. Ich. Ach, das ist so kompliziert. Es ist so kompliziert. Ja. Ja, ja. Red Hearts bitte, oder was? Champion Belt, da super. Okay, ich donate. Weil wir haben nur noch anderthalb Herzen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir so sonderlich megamäßig weit kommen werden. Achso, Key und dann Bombe. Nein! Ich kann halt nicht aufhören zu schießen. Und. Ah. Okay, okay. Weiter, geiler. Oh, das ist doch kacke hier. Oh. Wie? Also, ja, ach komm. Ich hätte es nicht nehmen dürfen. Aber jetzt sind wir hier. Now we here. Immer rein da, immer rein, immer rein. So 36%, bitte. Nein, er lebt ja noch. Hä? Wieso dachte ich, er ist... Hä? Bin ich deppert oder was? Ja, bin ich denn deppert? Komm, bitte. Bitte tu es einfach. Gib mir einen schönen Angel Deal jetzt. Kacke. Latch Key, naja. Waren wir schon im Item Room, yo. Oh, ein rotes Herz nur noch. Ja, das ist ja wild. Das ist ja einfach nur wild. Und wir sind noch nicht mal bei Mams Fuß. Na, ob das was wird, Freunde? Ich weiß es ja auch nicht. Hematemesis bräuchte ich jetzt. Das wäre ganz geil. Curse of the Lost auch noch oben drauf. Oh, nee. Oh, nee. Ich nehme das hier. Ich weiß nicht, was es bringt, aber... Oh! Oh, sogar ein Crawlspace. Okay, rein da. Multidimensional Baby. Ich reroll das. Der Razor. Ey, ganz ehrlich. Oh Gott, Bob's Brain. Ich glaube, das wird mich killen. Ist jetzt die Frage. Ich kann ja nicht aufhören zu schießen.
Wird dann Bobs Brain auch getriggert oder kann ich den zumindest noch aktiv benutzen? Komm, wir machen jetzt Science. Nee, er fliegt auch so. Okay, ich habe unseren Run gerade gekillt. Das Ding wird uns umbringen. Ja, interessant. Aber hey, ich habe euch den Seed ja eh nicht gesagt, von daher, was soll's. Wie lange sind wir jetzt drin? 20 Minuten? Komm, wir machen noch einen Try. Wir machen noch einen Try. Und der Seed für dieses Mal ist XBCHZDGZ. Aua. Also rein da. Okay, also das war kein allzu nicer Run. Ganz komische Items hatten wir. Obwohl, naja, so viele Crawlspaces zu finden mit der Schaufel, das war schon geil, ne? Das war wirklich schon ganz cool. Ein HP up. Wir brauchen halt nur ein paar starke Items und dann lasern wir hier wieder durch und dann passt das. Aber nicht diesen komischen Mark da, das ist ja zum Kotzen. Satanic Bible. Ach, die stackt einfach ihre... Also so richtig hundertprozentig Klick gemacht hat es noch nicht, sag ich ganz ehrlich. Aber jetzt kriegen wir Devil Deals, ne? Statt Boss-Dinger. Oder muss ich das nochmal benutzen? Ich weiß halt nicht, ob... Ich kann mein Spacebar-Item jetzt zweimal nutzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Satanic Bible benutzt habe gerade oder ob ich das andere genutzt habe. Ich mach's einfach gleich nochmal. Ich mach's einfach jetzt nochmal. Und wir schießen jetzt halt so schwarze Tränen mit unseren Boys da. Oh Mann, ey. Ja, ich glaube, Bethany, wenn man die versteht, kann die bestimmt cool sein. Ich weiß es nicht. Aber es wird noch Klick machen, so rum, ne? Genau, ganz klar. Das ist doch ganz klar, oder was? Ab ins Feuer mit euch, zack. Und die Gurglings wieder. Ich benutze einfach nochmal die Satanic Bible, weil ich eh keine Ahnung habe, was passiert. Hä, bin ich gerade... Ich bin ins Feuer gelaufen. Ins Feuer, ins Creep hier. Oh. Wir sind so schwach. Oh. Hört auf mit den Fliegen, bitte. Mach das weg. Okay, gerade noch so durchgekommen da oben. Ha! Ho! Dankeschön. Und Brother Bobby. Naja, Sacrificial Otter has appeared in the basement. Wir nehmen auf. Ah, okay, Brother Bobby. Immerhin. Na, Quatsch, Brother Bobby. Was laber ich da eigentlich für ein Cast? Das ist Rotten Baby. Meine Lieblingswolke. Naja, der schießt wenigstens Fliegen. Curse of the Lost. 100% Devil Deal, Angel Deal wieder. So, Brother Bobby, ey. Jetzt wirklich. Quarterback. Tu es. Schieß deine Fliege. Ja. Nochmal. Big Boy Money. Na, erstmal das hier. Das spawnt nämlich noch mehr Spinnen. Und den Rest machen wir hier schön immer weit weg. Na? Fliege, danke. Ich würde so gerne den Angel Deal haben. Also es gibt halt wirklich sehr, sehr starke Angel Deal Items, aber oftmals ist da auch wirklich Trash. Dead Sea Scrolls und sowas. Bah. Bah. Schieß doch die Fliege. So, jetzt aber. Jetzt haben wir dich. Da. Bam. So weit ist es gekommen. Also, wir haben eh keine Map. Hä? Hä? Oh, nee. Satanic Bible. Warte mal, da kam gar kein Devil Deal, ne? Achso, doch. Brother Bobby, klar. Klar. Ich sag schon wieder Brother Bobby, was ist mit mir? Ho! Rotten Baby natürlich. Wir haben in letzter Zeit so viel Brother Bobby bekommen, dass es mich schon in meinen Träumen verfolgt. Hör auf. Stehen bleiben.
Ja, und jetzt wieder ganz entspannt. Ganz chillig. Alles nutzen, was wir haben. Okay. Was haben wir hier? Ein bisschen Geld. Den Item Room hatten wir noch nicht, ne? Ah, komm, ich versuche den Boss zuerst. Ah, bleibt da oben wieder. Geht eigentlich klar. Man muss halt nur aufpassen mit seinem Brimstone, aber... Oh, fast habe ich es vergessen. Aber diesen Creep... Ach, komm. Der macht so viel Creep, wie lange das auch stehen bleibt. Das ist verrückt. Warte, das kann ich ja gar nicht nehmen. Ich habe dann ja nur noch ein halbes Herz und ich kriege die Spirit Hearts eh nicht. Oh Gott, das war ja total dumm, die Satanic Bible zu nehmen mit ihr. Oder? Ja, scheiße. Oh Gott, da muss man ja so umdenken. Also bis jetzt Bethany, absoluter Scheiß-Charakter. Ich meine, es gibt schlimmere, aber das ist ja wirklich richtig kacke. Ist vielleicht nice, wenn du Angel-Deal-Items farmen möchtest für deine Achievements, aber sonst... Trash Mash. Mir fehlt ein Cent, dann haben wir wenigstens die Map. Spirit, Secret Room? Ich kann nicht mehr reden, es ist aus und vorbei. Ich bin schon wieder... Mein Kleinhirn ist überfordert. Orientierung. Da. Reusable Item Generator. Bookworm haben wir jetzt schon. Ich glaube, das macht mehr Sinn, ne? Oh, so traurig das ist, aber ich glaube, das macht wirklich mehr Sinn. Was könnte denn im Devil Deal Pool sein, was uns am Leben erhält? Meistens ist es ja, du tradest deine roten Herzen, also deine HP, und kriegst dafür manchmal irgendwie Black Hearts on top oder so, aber das kriegt sie ja alles nicht. Ah, wahrscheinlich, ich spiele sie wahrscheinlich wirklich noch so falsch. Ah, egal. Wir machen weiter. Ein Herz. Wir brauchen HP-Ups und zwar jede Menge. Jede Menge. Aufhören, bitte. Was ist das für eine Bombe? Wieso sind da Bomben plötzlich? I can see forever, okay. Unsere Secret Rooms sind wieder aufgedeckt. Das heißt aufgedeckt, aber wir sehen sie, wenn wir in dem Raum sind. Warum spawnen wir jetzt ab und an Bomben? Wir haben dieses Monokel wie von Dr. Fetus. Hä? Und Dr. Fetus ist ja wieder dieses Item, womit wir statt Tränen einfach Bomben schießen, aber... Ich verstehe hier gar nichts mehr. Gar nicht. Da schon... Oh Gott, bitte. Das ist ein Lebensgefährlich hier. What the hell? Okay, jetzt haben wir... Die Flames sind Geld. Dann haben wir einen Satanic Flame da irgendwie und eine Bombenflame da. Ich sehe es jetzt. I don't get it. Ist das random oder hat das irgendwelche Auswirkungen, weil wir irgendwas gemacht haben? Oder. Also, es scheint ja. Also, aktuell bin ich noch im Stand, das ist ja komplett random und dementsprechend komisch. Aber. Mal gucken. Wir haben den Emperor. Wir gehen direkt zum Boss. Ich will diesen Angel Deal. Und Pestilence, der droppt doch auch so viel Creep und Bomben und alles Kacke und... Aber gut, so langsam macht es halt ein bisschen Sinn mit den ganzen Tränen. Jawohl, na endlich. So, rein da. Stigmata, glaube ich, ne? Ja, Damage und HP ab. Komm, wir machen die Feuer aus. Ah! Stimmt! Oh nee, das habe ich ja ganz vergessen. Nein! Bitte reiß mir jetzt nicht den Arsch auf. Bitte.
Du willst es doch gar nicht. Niemand will es. Gabriel? Ah! Oh Gott, bitte. Ah! Oh! Oh! Ja. Boah, ich war so angespannt. Ich habe richtig Schmerzen in der Schulter bekommen. Hot damn! Okay. Gut, Stigmata ist wenigstens ein Damage-Up. Hör auf mit den Bomben! Scheißendreck. Was ist das für eine Karte? Die sieht interessant aus. Two of Spades. Naja, gut. 10 Schlüssel. Was ist das für eine Karte? Magician. Naja. Ah, jetzt noch ein geiles Item irgendwie hinten rein. Bisschen HP. Und dann läuft das auch wieder hier, ne? Aha, da könnten wir uns heilen. Hier haben wir einen Tinted Rock und 3 Dudes, die wir in die Luft jagen können. Ah. Naja. Ah, jetzt die Bomben. Die machen mich wahnsinnig. Shop, komm, be good. Eieieiei. Mr. Meesix. Ah, brauchen wir eigentlich nicht. Ich donate. Mr. Me. Das wäre halt geil, wenn wir die Devil Deals hätten, aber... Warte, das ist ja auch ein Spacebar-Item. Ach nee, die werden ja geswitcht. Ich dachte, wir können vielleicht so viele Spacebar-Items wie möglich haben, aber... nein, wir haben ja auch die Bible schon geswitcht und so. Die Satanic Bible. Wo könnte der Item Room sein? Hier oben links? Maybe? Also das mit den Bomben ist ja lebensgefährlich, einfach nur. Aber sehr interessanter Charakter, Bethany. Ich glaube, da steckt ganz viel hinter, was irgendwie dann auch noch alles Sinn ergibt, wenn man das alles weiß. Aber aktuell bin ich so verwirrt. So verwirrt, oder was? Okay, jetzt haben wir da wieder Geldflammen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Emperor, die nehme ich auch beim nächsten Floor wieder. Vielleicht haben wir immer noch 100% Devil, Angel Deal. Ah! Wie groß der ist. Komm. Was ist das? Das hatten wir doch auch schon mal, oder? More Ice oder so? Ne, Giant Cell, Micro Friends. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen weiter. Ey, was ein Run hier schon wieder. Das ist ja... Oh. Angel Deal ist sogar aufgeblieben. Okay, wir gehen rein und wir nehmen direkt wieder Emperor, wenn wir 100% Angel Deal haben. 24%, na klasse. Ich mach's trotzdem. Dark One. Klasse! Oh. Komm, glauben wir an 24%? Believe, Billy, believe. Spelunker Boy, dankeschön. Telekinesis, dankeschön. Und nein, leider gar nichts. Okay, dann holen wir uns das Item oder verpissen wir uns hier oder was? Ist doch ganz klar. Ist doch ganz klar. Wir haben ja das Book of Sins. Oder Sin oder wie auch immer. Und das sorgt dafür, dass wir alle 4 Räume ein Consumable droppen. Kann es sein, dass wir deswegen jetzt eine Flamme aus als Bombe haben, eine als Geld, weil das die Items wären, die gedroppt wären? Aber wir kriegen ja trotzdem Drops. Eine Karte zum Beispiel und sowas. Weil bei der Satanic Bible, da kam ja eigentlich jedes Mal dieses umgedrehte Kreuz. Ich glaube, das hat mit den aktiven Items zu tun, ne? Deswegen mischt sich das auch. Ich glaube, das kann man richtig beeinflussen. Was ist das? Tears up? Okay, nice, danke. Ich glaube, das kann man richtig beeinflussen. Was könnte denn ein nice Spacebar-Item sein? Was uns hierbei sehr gut helfen würde.
Also was uns eine geile Flamme da geben könnte. Hä? Warum ist das einfach explodiert da gerade? Na egal. Bombe. Oh, die Typen sind ja so kacke im Kopf. Ah! Health down. Geil! Oh Gott. Ich überlege die ganze Zeit immer noch, ne? So D6 oder so, das würde ja Items rerollen. Wenn wir das als aktives Item mit drin hätten. Vielleicht spawnen wir dann Würfelflammen, die uns Dice Shards droppen oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir eine Ghost Flame, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch wirklich random. Chaos, though. Ich nehme das. Chaos ist ein nices Item. Hier ist ab, dankeschön. Das vermischt nämlich alle Item-Pools, die es so gibt. Heißt im Endeffekt, im Shop können wir jetzt Devil-Deal-Items haben. Oder im Devil-Deals können wir jetzt auch Boss-Items haben. Oder also es gibt keine Item-Pools mehr, sondern es ist alles nur noch ein großer Pool. I can see forever, dankeschön. Wieder mal. Bad Gas. Wo ist der Item-Room? Den hätte ich nämlich noch gerne und dann würde ich mich hier ganz schnell wieder verpieseln. Eine Bombe für zwei, na klar. It's free real estate. Ui. Ah, das gibt mir mehr Red Hearts, das ist nice. Weil die brauchen wir. Oh, Lord have mercy on my soul. Der Sprinkler wieder. Was passiert, wenn wir den benutzen? Kriegen wir einen Sprinkler-Tränen oder so? Nee. Ich behalte das. Ich glaube, das ist ganz nice. Aber ich bin mir auch wirklich gerade gar nicht sicher, ob das nice ist. Warte, wir können in den Curse Room rein. Naja. Naja. Zumindest nichts verloren. Oh, interessanter Run. Wirklich sehr, sehr komisch alles. Sehr, sehr komisch. So, Money in the Bank wieder. Aber jetzt sind wir halt auch nicht mehr auf die Angel Deals angewiesen, weil wir Chaos haben. Denn mit den... Liegt der im Blackheart? Denn in den Angel Deals werden jetzt wahrscheinlich auch keine Angel Deal Items mehr sein, sondern halt irgendwelche. Das hier bitte. Baumsack-Key. Amnesia, naja gut. Ich behalte The Devil Card. Hohohoho. Den könnte ich eigentlich spielen. Was sind das hier für Boys, die hier rumlaufen? Oh. So viel Verwirrung. Ach da. Weiter geht's. Boah. Eieiei. I'm doing it. I shouldn't have done it. Also die Typen, ne? Wirklich. Die allergrößte Frechheit. Okay, Panic Button, weiß ich immer noch nicht, was das macht. Also scheiß drauf, ich würde lieber gerne die roten Herzen haben. Was für ein Kackraum ist das denn jetzt hier schon wieder? YOLO, super, gar keine Chance gehabt, klasse. Infested? Machen die schon die Brimstones? Yo. Oh, Mann. Danke. Oh, nee. Oh, nee. Yeah, yeah, yeah. Oh, ho, ho. K.
Closey Collie. Komm. Rotten Baby ist hier einfach immer noch am MVP. Man sieht es kaum noch, aber die fliegen da, die leisten Arbeit. So. Was haben wir? Tears up. Immer gerne gesehen. Machine Gun Kelly einfach. Die trifft man ja wieder nur von hinten. Haha, hehe, haha, haho. Erstmal die Dudes hier wegmachen. Und dann kümmern wir uns um die Grabscherhändchen hier. Muri. Hä? Warum kriege ich da manchmal Damage einfach so random? Hä? Oder hat das Feuer gerade geschossen? Ich habe es echt nicht gesehen. So ein Chat. Also wirklich. Nee. Okay, wir haben es überlebt, aus irgendwelchen Gründen. The Hairpin. Oh. Freunde der Sonne. Wir waren immer noch nicht im Item Room. Die Typen, die kommen einfach random und explodieren. Das ist doch die größte Frechheit. Was ist das? Warum? Hört auf damit. Ich habe gar nicht gemerkt. Secret Room, bitte. Gar keine Chance überhaupt zu dodgen. Die sind einfach da und dann macht's Peng und ich bin tot. Ich werd hier reingesaugt. Oh Gott, das war ja. Das war viel zu knapp. Halbes Herz haben wir noch. Oh ja, ich glaube, ich muss Bethany noch ein bisschen üben. Oh nee, das sind die Knusperhände. Das erkenne ich doch direkt am Raum. Die haben uns auch schon mal gekillt. Item Room, bitte. Nein! Brother Bobby, schieß. Nein, also hier, es tut mir leid, dass ich dich mal falsch nenne. Weh, wah. Oh. Nee. Ja, die Brees habe ich nicht gesehen. Und da wäre euer Seed gewesen, ne? XBCHZDGZ. GZ, so nämlich. Naja, Leute, was willst du machen? Schwieriger Charakter. Interessant, auf jeden Fall. Aber es ist wieder passiert, ne? Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in some dark place. I leave all that I own to my cat Guppy. Goodbye, cruel world. XOXO. Bethany. Ja, Freunde, was willst du machen? Das war reingeschissen, aber es ist, wie es ist und et mod, wie mod, ne? Wir werden diesen Charakter noch lernen, wir werden ihn verstehen und dann werden wir die allerbesten sein, oder was? Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Wenn ihr gerne mal live dabei sein wollt, dann schaut doch gerne auf Twitch vorbei. Das steht hier irgendwo auf dem Bildschirm. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und stay cozy. It's free real estate.